Servus, der Hauptstadt der Herzen, Putin, Gaskrise, Covid, scheißegal, es ist Wiesn. Und da ist das Objekt der Begierde. Die Wiesn was 13 Euro und fast halb voll. Was heißt das? Keine Ahnung. Ich sag bloß, investier in Bier. Für die einen ist das Glas halb leer, für die anderen ist es halb voll. Herzlich willkommen. Der Vermögensverwalter Incrementum, der veröffentlicht regelmäßig seine Gold-Wiesenbier-Ratio. Incrementum ist vor allem bekannt durch seine großen, sehr lesenswerten Reports in Gold wie Trust. Und hier ist die Gold-Wiesenbier-Ratio seit 1950. Man hat im Durchschnitt für eine Unze Gold 90 Maß Bier bekommen und in den letzten Jahren sogar noch mehr. Damit hat Gold in diesen 70 Jahren die Kaufkraft der Goldbesitzer erhalten, sogar auf dem Oktoberfest. Und das Ganze ist aber natürlich auch umgekehrt interessant, wenn man bedenkt, wie stark Gold ja gestiegen ist die letzten zwei Jahrzehnte, dass eben der Bierpreis zumindest auf dem Oktoberfest da trotzdem mitgehalten hat. Der hohe Bierpreis ist natürlich die soziale Frage unserer Zeit. Der Bierrabatt und die 9 Euro Flatrate, das ist jetzt vorbei. Jetzt steht die umstrittene Bierumlage an und gleichzeitig werden die Flüssigbierterminals in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel aber nicht mehr fertig dieses Jahr. Und wir stehen vor Horrorszenarien. Ich habe es hier schon mal gezeigt. Erdinger Weißboy hat im Mai schon angekündigt, dass es vielleicht eine Weißbier-Triage gibt im Winter, wenn es so weitergeht. Und auch anderweitig hört und liest man immer öfter von einer möglichen Bierknappheit in Europa. Und die Brauer haben es wirklich nicht leicht. Die Rohstoffpreise sind gestiegen, die Preise für Erdgas zum Teil exorbitant gestiegen. Gleichzeitig sind viele Märkte aber gesättigt und es gibt da einen Verdrängungswettbewerb. Und trotzdem, und das ist das Interessante, trotzdem sind die Aktien von vielen Braukonzernen gestiegen. Und das auch noch in der Zeit, in der die Börsen ja eigentlich abschmieren, in der fast alles andere fällt. Ich zeige auch gleich ein paar Beispiele. Mit einem Schwerpunkt auf die Emerging Markets natürlich. In vielen reichen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, da geht der Bierverbrauch ja zurück seit Jahren und in den noch nicht so entwickelten Ländern, da gibt es aber noch Potenzial. Das am höchsten entwickelte Land der Welt ist Tschechien mit einem Pro-Kopf-Bierverbrauch von 190 Litern im Jahr. Wir sind ungefähr bei 90 Liter hier in Deutschland, damit auch noch ziemlich weit oben. Aber viele Schwellenländer liegen da eben noch weit zurück. Also zum Beispiel Brasilien mit 60 Liter pro Kopf, Korea mit 40 Liter oder China oder Thailand mit unter 30 Litern sogar. Das ist natürlich noch ausbaufähig. Es gibt aber trotzdem auch europäische Bieraktien, die sich gut entwickelt haben. Nehmen wir Carlsberg. Carlsberg, der drittgrößte Braukonzern der Welt aus Dänemark mit seinen beiden wichtigsten Weltmarken Carlsberg und Tuborg. Und in Deutschland zum Beispiel auch vertreten mit so Sachen wie Holsten, Wernesgrüner, Astra und solche Dinge. Das hier ist der 5-Jahres-Chart von TradingView in Euro. Und da waren natürlich schon Schwankungen. Also den ersten Einbruch hat es eben gegeben in letzter Zeit klassisch im Corona-Crash. Und den zweiten dann beim russischen Einmarsch in der Ukraine. Das mit gutem Grund. Carlsberg ist sowohl in Russland als auch in der Ukraine sehr aktiv gewesen. Das Russland-Geschäft ist jetzt verkauft worden. Darauf muss man auch 1,4 Milliarden Dollar abschreiben. Aber die drei Brauereien in der Ukraine, die laufen anscheinend wieder. Und seit diesem zweiten Einbruch, da steigt die Aktie eben auch wieder entgegen dem Markttrend. Und die Anleger gehen eben wieder rein. Und warum? Carlsberg hat im ersten Halbjahr trotz der Belastungen
ein Umsatzwachstum erzielt von 20,7% und beim operativen Gewinn bereinigt um diese Russland-Abschreibung sogar einen Anstieg um 31,8%. In Westeuropa haben sich die Märkte zum Beispiel deutlich erholt von der Corona-Krise mit einem Umsatzwachstum da von 23%. Und sie haben außerdem eben auch noch eine starke Präsenz in Asien. Das steht für 30% vom Umsatz inzwischen und der ist da um 20,4% auch wieder gestiegen. Das hat die Belastungen aufgewogen. Die steigenden Kosten sind zwar schon natürlich ein Thema, man rechnet aber trotzdem auch für das Gesamtjahr jetzt nochmal mit einem Anstieg vom operativen Gewinn im hohen einstelligen Prozentbereich. Und hier sieht man, wie Carlsberg abgeschnitten hat. Beim bereinigten Gewinn je Aktie die letzten 5 Jahre immer jeweils das erste Halbjahr zum Vergleich. Und es waren ja eben keine leichten Zeiten, aber trotz Corona und trotz den anderen Problemen ist der Gewinn je Aktie zwar manchmal nur leicht gestiegen, aber er ist gestiegen. Es war also ein sicherer Hafen, kann man sagen. Bei Heineken, ein anderer europäischer Baukonzern, da war die Kursentwicklung ein bisschen verhaltener, aber auch da im ersten Halbjahr ein Umsatzsprung um 37% und ein Anstieg beim operativen Gewinn um 21%. Und gleichzeitig haben sie durchschnittliche Preiserhöhungen durchsetzen können von 8,9%. Das ist eben auch wichtig zurzeit. Und die Aktie hat noch nicht wieder das Hoch erreicht aus der Vor-Corona-Zeit. Sie läuft auch eher seitwärts in letzter Zeit. Aber auch da kann man sich als Aktionär, wenn man sich das sonstige Marktumfeld so anschaut, nicht beschweren. Und in Deutschland, da hat Heineken zum Beispiel einen 30% Anteil an der Paulaner Gruppe. Paulaner, das ist eine der großen Traditionsmarken aus München. Hier die neue Brauerei, die sieht allerdings jetzt nicht mehr so traditionell aus, sondern eher wie eine neue Gigafactory von Tesla oder irgendwas von BASF. Aber es ist wahrscheinlich bei allen großen Braukonzernen so. Und der Umsatzanteil von Heineken in Asien, der liegt erst bei 21%. Dafür sind sie relativ stark in Nord- und Südamerika. Schauen wir nach Asien. Der mit Abstand wichtigste Markt ist da natürlich China. Trotz einem noch niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch ist es inzwischen der größte Biermarkt der Welt und auch doppelt so groß wie die USA. Interessanterweise ist der Pro-Kopf-Verbrauch da sogar zurückgegangen auch die letzten Jahre. Aber die Umsätze der Branche steigen trotzdem. Der Trend geht zu teureren, höherpreisigen Bieren. Und das ist eben eine Strategie, die die großen Konzerne da jetzt auch verfolgen. Eine Premium-Strategie sozusagen. Und ein Konzern ist da an allen anderen vorbeigezogen. Das ist China Resources Bier. Auch der Chart ist in Euro, damit man es gut vergleichen kann hier. Und das muss man jetzt wirklich sehen, die Kursentwicklung vor dem Hintergrund, was eben am chinesischen Aktienmarkt sonst so passiert ist. Chinesische Aktien in Hongkong und in USA, die stehen ja seit Jahren unter Druck. Der Hang Seng China Enterprises Index ist die letzten 5 Jahre um mehr als 40% nach unten gegangen. China Resources Beer, die haben da aber eben nicht nur standgehalten, sondern die haben sich in der Zeit in Euro fast verdreifacht. Das ist in dem Marktumfeld schon sehr beachtlich. Und zu China-Aktien allgemein, Pro und Contra, da habe ich ja ein Video eingestellt am Donnerstag hier. Und vertiefend kriegen Sie von uns außerdem morgen einen neuen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es speziell um die chinesische Immobilienkrise. Das ist ja eins der wichtigsten Themen, wenn man sich auseinandersetzt mit China oder auch wenn man sich auseinandersetzt mit so Dingen wie Rohstoffmärkte und Industriemetalle, die davon ja auch stark abhängen vom chinesischen Immobilienmarkt. Und wir stellen uns eben die Frage, wie hat sich das entwickelt, wie groß ist das Problem, droht da jetzt eine systemische Krise und was macht Peking jetzt auch, um da wieder rauszukommen aus der ganzen Sache. Und die Reports von uns sind gratis, dieser geht morgen raus, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich schnell noch dafür ein auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Morgen also zum Immobiliensektor in China. China Resources Beer hat
65 Brauereien hat eine Produktionskapazität von 18 Milliarden Liter pro Jahr. Es ist eine Tochter von China Resources Enterprise, ein riesiger Staatskonzern in China. Und der Kassenschlager ist Snowbeer, hier in einer der verschiedenen Darreichungsformen. Das am meisten verkaufte und getrunkene Bier der Welt, von dem hier noch keiner was gehört hat. Sie haben aber noch andere Marken, vor allem von Heineken. Das sind eben nicht nur die Partner in China, sondern Heineken gehört auch 40% von China Resources Bier. Ein Premium-Bier, das sie in den Markt drücken in China jetzt, das ist eben die Marke Heineken und dann auch noch andere Marken von denen, Amstel, Sol, Tiger Bier und hier was ganz Neues. Edelweißbier, Feel the Alps, wo in der Werbung dann junge Leute durch die Bergwelt schweben, wahrscheinlich nach dem Genuss von ein paar Bier zu viel. Das Ganze ist ein Weißbier aus Österreich, kommt aber natürlich auch aus dem Heineken-Konzern und kommt anscheinend auch sehr gut an, gerade in China. China Resources Bier hat im ersten Halbjahr eine Sonderbelastung gehabt. Davon abgesehen ist aber der Umsatz nochmal gestiegen um 7% und der Gewinn um knapp 28%. Und eine ganz ähnliche Entwicklung haben wir gehabt bei Tsingtao Brewery. Das ist die bekanntere chinesische Bieraktie, weil die auch überall hin exportieren. Auch da im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 5% und ein Gewinnwachstum von 17%. Und eine Kursentwicklung, die man sich ja eigentlich auch schöner gar nicht wünschen kann. Also im Juli in Euro sogar nochmal ein Allzeithoch. Und hier der Vollständigkeit halber noch Budweiser APAC. Das ist das ausgegliederte Asien-Pazifik-Geschäft von Budweiser, das auch nicht klein ist. Auch eine schöne Kursentwicklung. Also wohl dem, der chinesische oder asiatische Bieraktien gehabt hat im Depot. Was haben wir sonst noch? Eine Aktie, die mir schon länger gut gefällt und über die ich ja sogar ein eigenes Video gemacht habe im November letztes Jahr, Thai Beverage, auch hier 5 Jahre in Euro. Sie ist seitdem jetzt nicht unbedingt gestiegen, sie ist aber eben auch nicht gefallen und das ist ja auch schon einiges wert. Die ersten 9 Monate bei denen bis Ende Juni ist der Umsatz um 8,2% gestiegen und der operative Gewinn um 6,7% und wie vermutet, sie haben davon profitiert, dass nach Thailand und nach Vietnam auch langsam wieder Touristen zurückkommen. Sie sind da aber noch lange nicht auf dem Vor-Covid-Niveau. Und ich habe ja auch berichtet, es ist kein reiner Braukonzern. Die wichtigste Biermarke ist Chang Bier, die ist schon sehr dominant und der Bierbereich, der hat auch eben ein Umsatzwachstum geschafft von 15% und der Foodbereich sogar wieder von 39%. Aber im wichtigsten Bereich Spirituosen, da gehören zum Beispiel auch schottische Whiskys dazu, da hat es leider einen kleinen Umsatzrückgang gegeben. Ich sehe die Aktie immer noch positiv als defensiven Konsumwert. Was ein bisschen schade ist, ist, dass das IPO der Biersparte, das geplante, dass das jetzt wegen dem Marktumfeld wieder abgesagt worden ist, aber das kann ja auch noch kommen. Und was man auch auf der Watchlist haben sollte zumindest, das ist Ambev. Das ist ein Bier- und Getränkekonzern aus Brasilien, der Marktführer in Lateinamerika. Da ist es die letzten Jahre in Euro nicht so gut gelaufen. Wir haben aber die Sondersituation gehabt, dass der brasilianische Real zum Dollar und auch zum Euro sehr schwach war. Ich hoffe, das ändert sich jetzt langsam. Der brasilianische Leitzins ist inzwischen bei 13,75%. Und immerhin dieses Jahr war die Aktie dann ja auch wieder auffallend stabil. Warum kaufen die Leute Bieraktien, obwohl sie alles andere zurzeit nicht kaufen? Also Schnäppchen sind sie schon mal nicht und sie waren es auch nie. Thai Beverage haben KGV von ungefähr 15, Carlsberg und Heineken und Ambev so von 20 und die Chinesen, da haben wir sogar bei Tsingtao Brewery ein KGV von 28 und bei China Resources Bier von 38. Die sind also richtig teuer. Aber sie haben eben diesen Nimbus als sicherer Hafen, als krisenresistent gesoffen wird. Immer so mehr oder weniger. Zum Teil ist es sicherlich psychologisch, es hat sich aber eben auch bestätigt. Also die Zahlen waren ja auch jetzt wieder überraschend gut.
Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass Bieraktien jetzt in Zukunft nochmal weiter durch die Decke gehen. Aber man hat gesehen, es sind hervorragende defensive Aktien. Man kann ein Depot gut damit stabilisieren in harten Zeiten. Es ist also gut, wenn man solche Aktien auch hat. Und darum würde ich auch sagen, wenn man keine hat, ist es wahrscheinlich nicht falsch, sich an schwachen Tagen da mal ein paar zuzulegen. Vor allem dann, wenn man damit rechnet, dass der Gesamtmarkt weiter fällt. Dann ist es eben gut, wenn man irgendwie Risiko rausgenommen hat aus dem Depot, entweder durch Verkäufe natürlich oder dadurch, dass man dafür gesorgt hat, dass das Depot möglichst ausgewogen ist. Das hat sich immer bewährt und dazu gehören dann aber eben manchmal auch vermeintlich langweilige Aktien, so wie zum Beispiel die Aktien von Bierbauern. Und sehr wahrscheinlich rechnen die Marktteilnehmer eben auch damit, dass die großen Bierkonzerne von dieser Krise jetzt eben auch dadurch profitieren langfristig, dass sie einen längeren Atem haben, dass sie kleinere Brauer auch verdrängen werden und dann von denen auch die Marktanteile bekommen. Und so bedauerlich das ist, auch das stimmt wahrscheinlich. Und auch auf dem Oktoberfest gibt es ja im Grunde auch nur noch Konzernbier. Falls Sie trotzdem hingehen, noch ein Hinweis, es gibt weder Masken noch Impfpflicht, aber Besuchern, die nicht aus Bayern kommen, ist es strengstens untersagt, Dirndl und Lederhosen zu tragen. Das ist kulturelle Aneignung und damit selbstverständlich jetzt undenkbar. Und falls Sie sich für Fahrgeschäfte interessieren, es gibt eins mit einem unmittelbaren Bezug zur Lage an den Börsen. Der freie Fall. Am besten fahren Sie damit nach dem Genuss von 3 oder 4 Litern Bier, dann haben alle was davon. Kotzen Sie sich mal wieder so richtig aus, der Aktienmarkt tut das auch zurzeit. Aber Scherz beiseite, ich wünsche Ihnen natürlich viel Vergnügen auf dem Oktoberfest, entweder oder bei allem, was Sie sonst so machen. Denken Sie noch an unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports, morgen zum chinesischen Immobiliensektor eben auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.